Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Super Mario World. Wir waren das letzte Mal hier stehen geblieben vor Welt 6. Aber bevor ich das diesmal mache, werde ich mich was anderem widmen. Nämlich, wir gehen jetzt in die Star World. Ich habe nämlich mir überlegt, ich mache die Star World jetzt vorher, bevor ich den Rest des Spiels mache. Und ich werde bei der Star World jeweils hier in der normalen Star World beide Ausgänge machen, da es letztendlich trotzdem ein Event auf der Karte auslöst. Und ich möchte die Events auf der Karte erstmal zeigen. Und ansonsten werde ich sonst nichts machen. Werde ich so, also die, wie gesagt, ich labere schon wieder Schwachsinn. Ich werde natürlich die, wie gesagt, die Events auf der Star werde ich machen. Und wenn ich die Star World abgeschlossen habe, dann spielen wir das restliche Spiel, nämlich mit den Grafiken, die man dann freischaltet, wenn die Star World fertig ist. So. Okay. Ich dachte gerade, ich falle runter, aber irgendwie war es doch nicht so. So. Wenn ich mich recht entsinne, dann hatte der rote Yoshi, glaube ich, die Fähigkeit, alle Koopa Shells in lustige, tolle Blöcke zu verwandeln. Aber die Tatsache, dass ich ja noch schon diese ganzen Blöcke hier aktiviert habe. Moment. Schaffe ich das? Ja, ich schaffe das wunderbar. Das heißt, ich kann meinen Yoshi mitnehmen. Haha. Mit einer Feder kann ich meinen Yoshi mitnehmen. Oh yeah. Dann kann ich nämlich das hier einfach auffedern. Ui. So. Yoshi, nimm den Schlüssel im Mund und rein hier. Gut, dann haben wir den Secret-Ausgang schon mal fertig. Der Secret-Ausgang führt immer zum nächsten Stern. Im Normalfall. Und der normale Ausgang, den ich jetzt zeigen werde. Also hier kriegt man übrigens erstmal ein Leben, weil hier gibt es ja normalerweise einen Yoshi. Aber da ich den schon habe, gibt es natürlich keinen Yoshi hier. So. Fuck, das wollte ich nicht. Egal, dann tue ich halt diese hier. Verspeisen. Oh, da ist noch eine Feder. Meine... Ja, wenn ich jetzt hier... kann ich jetzt praktisch einfach hier drüber fliegen, da ich ja jetzt dieses Secret schon fertig habe. Und das Secret, der Secret-Ausgang führt dann letztendlich immer zu dem Stern zurück, von dem man kommt. Was recht unlogisch wirkt, ist es im Grunde auch, aber dadurch, durch die Tatsache, dass man halt die Möglichkeit hat, so, ich will ja keine Punkte haben, durch die Tatsache, dass man ja die Möglichkeit hat, dadurch ein Event auszulösen, nämlich dass er da zurück zum Stern läuft, mache ich es trotzdem. Und um mal die ganzen Ausgänge jetzt gezeigt zu haben, so, damit ist Star World 4 fertig. Und dann geht es jetzt in Star World 5. So, und hier fliegen wir gleich mal am Anfang. So. Ja, 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 ja. Flieg, Mario. So. Ich weiß nicht, komme ich jetzt von hier aus direkt hoch? Nee, sieht nicht so aus. Muss ich ein bisschen blöder fliegen. Ich will diesen Koopa hier weg haben. So, stirb. Das ist immer so eine Sache, besonders wenn man schon die ganzen Teile aktiviert hat. Irgendwo muss ich vielleicht, ich könnte mir vorstellen, wie ich es hinkriege. Vielleicht, wenn ich den gelben Yoshi habe, nämlich. Dass ich mir den gelben Yoshi jetzt hier mal voll füttere. Wobei eigentlich... Nee, hier machen wir es anders. Ich werde hier den gelben Yoshi einfach mal mit ins Ziel nehmen. Denn... oder? Kommt mal von... Vielleicht kommt man ja so hoch. Moment. Ich würde schon gerne den Secret-Ausgang vielleicht doch schneller machen, wenn es geht. Ah nee, kommt man nicht hoch genug geflogen. Na gut, dann machen wir halt erstmal den normalen Exit. Welches hier ist. So.
Und dann hätten wir das auch schon mal. Das monomale Exit hier ist eine Ausnahme, denn das führt wiederum zum ersten Star World. Zum ersten Star World. Ja. Und jetzt geht's zu Star World 1. Ja, den Pilz will ich nicht haben. So, und hier einfach möglichst weit rechts halten. Dann passt das eigentlich. Weil dann müsste man direkt auf das Schlüsselloch zukommen. Genau. Ich habe das Secret Exit fertig. So. Als nächstes machen wir Star World 1 nochmal. Denn da haben wir noch das normale Exit nicht. So. Wenn man halt immer wieder mit so einem Spin-Shuffle auf Yoshi landet, kann man auch mit Yoshi dieses Blöcke halt kaputt machen. Ich weiß nicht, ob das ein Glitch sein soll oder nicht. Für mich hat es nie als Glitch gewirkt. Weil es halt, ja, keine Ahnung, es sieht halt so funktionsfähig aus. Dafür sind bei mir Shellshams-Glitches. Also die meisten. So. Auch nicht alle. So. Lass mich hier runter. Ja. Bleib mal da, Yoshi. So, jetzt muss man in diese Röhre. Und da ist das der Ausgang. Dieses Level ist, da, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist halt, wir fallen jetzt ewig weit runter. Ah, und was mir auffällt, ja. Ihr seht ja da links oben, ich habe jetzt nur 7 Leben. Es kommt jetzt nicht dadurch, dass ich jetzt hier offscreen gespielt habe oder so. Nee, die Leben werden nicht gespeichert. Das heißt, wenn ich praktisch den Speicher neu lade, ich habe jetzt keinen Save State gesetzt, sondern einfach nur den Speicher neu geladen. Dann wird halt, ja, werden halt die Leben durch, also dann hatte ich halt nicht mehr 99 Leben oder was ich hatte vorher, sondern 5. Ja, so wollte ich es ungefähr sagen. So, und hier haben wir jetzt einen Stern. Mit dem Stern können wir versuchen, uns mal ein Leben zu kassieren. Wenn wir es hier schaffen, noch den rechtzeitig im Blinken zu erwischen, kommt nämlich noch ein Stern raus und dann geht es weiter. Und alles, was ich jetzt treffe, gibt mir Leben. Oh yeah. Das ist auch so ein cooler Trick, um Leben zu farmen. Ich hätte vielleicht sogar noch ein Leben abgreifen können. Egal. Hier machen wir erst das normale Exit. So. Dafür lasse ich Yoshi jetzt hier. Denn ich möchte Yoshi nicht behalten. Nein, ich möchte nämlich Yoshi austauschen gegen den. Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Ich bin jetzt in die falsche Welt gegangen. Ich werde mal kurz rausgehen. Ich werde nämlich Yoshi jetzt mal kurz austauschen hier in dieser Welt. Stern, also Star World 2. Werde ich jetzt Yoshi diesen Stern fressen lassen. Ist er nämlich direkt mal groß. So, und mit dem großen Yoshi werde ich jetzt einfach diesen Secret-Ausgang machen. Dann habe ich nämlich den blauen. Diesen gibt es, soweit ich mich erinnere, nur auf zwei Möglichkeiten. Entweder man schließt dieses Level hier ab und holt sich den blauen aus dem blauen Ei. Oder man hat halt die Möglichkeit, dass man sich einfach diese Yoshi-Flügel in bestimmten Leveln. Oh, verdammt, ich krieg meinen Yoshi nicht wieder. Mist. Egal, dann hole ich mir gleich nochmal. Oder dass man sich halt die Yoshi-Flügel holt und egal welchen Yoshi man dann hat, wenn man die Yoshi-Flügel einsammelt, ist er automatisch blau. Und wenn man dann das Level mit die Yoshi abschließt, dann hat man einen blauen Yoshi am Ende. Gut, Secret-Ausgang fertig. So, was ist das Besondere am blauen Yoshi? Das kann ich ja euch auch mal gleich sagen. Also es gibt ja insgesamt 4 Yoshi-Farben in diesem Spiel. Den grünen, das ist der normale. Dann gibt es, hier mache ich auch erstmal den Secret-Ausgang, nämlich hier nach oben. Und hier ist nämlich in diesem Teil ein Schlüssel und hier ist das entsprechende Schlüsselloch.
Ja, der blaue Yoshi hat, also der Maya-Yoshi hat halt einfach nur die Fähigkeit, er kann essen, er kann fliegen, er kann Dingens. Ja. Jeder Yoshi kann mit einem blauen Yoshi-Coin fliegen. Ich wollte schon blauen Yoshi-Coin. Ich rede so viel Müll zusammen gerade. Der kann mit, also jeder Yoshi kann mit einem blauen Koopa-Panzer fliegen. Genau das wollte ich sagen. Und ja, der rote Yoshi hat die zusätzliche Fähigkeit, dass jeder Koopa-Panzer, den er frisst, automatisch zu Feuerbällen wird, wenn er die ausspuckt. Der blaue Yoshi hat die Fähigkeit, dass jeder Yoshi, den er, jede Yoshi-Coin, die er hat, nee, Quatsch, ja, Quatsch, oh, ich rede wieder schon total viel Schwachsinn. Nee, dass jeder, ich muss jetzt erstmal hier meinen Yoshi loswerden, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. So. Also, der blaue Yoshi hat die Fähigkeit, dass er mit jedem Koopa-Panzer fliegen kann. So rum war es. Genau. Er kann mit jedem Koopa-Panzer fliegen. Macht ihn zum stärksten von allen. Welche Fähigkeit der gelbe Yoshi hat, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also, wenn ihr wisst, welche Fähigkeit das ist, ja, könnt ihr es mir gerne mal sagen, schreiben, wie auch immer. Aber ich habe keine Ahnung. Also, da bin ich echt überfragt. So, hier ist der P-Switch, perfekt. Jetzt werde ich hier einfach nur warten, bis das Ding abläuft. Hätte ich es vielleicht auch hier ohne Yoshi geschafft, wenn ich hier von hier schön abspringe. Egal. Okay, es ist fertig. Jetzt gehen wir hier drauf und rennen. Fuck. Ich sagte, wir rennen und fliegen. Und komm dann hier rein. Ja, hätte ich auch ohne Yoshi geschafft jetzt. Ich muss sowieso jetzt. Wow. Ernsthaft? Ich muss sowieso Yoshi hier jetzt in der Stelle aufgeben. So, muss man hier erstmal durch. Und dann ist nämlich hier das Schlüsselloch. Yay! Okay. Und das Schlüsselloch führt mich hier zu einem neuen Stern, der mich in die Special World bringt. Die ich jetzt auch direkt machen werde. Erste Level ist Knarli. Es gibt für dieses Level so, ich glaube, einen bestimmten Trick oder so ähnlich. Ich weiß jetzt nicht, was der beste ist. Also, wie man das am besten machen kann oder soll, oder ich weiß es echt nicht, welchen Trick man da benutzen soll. Ich frage mich allerdings schon immer, ob man irgendwie in eine bestimmte Röhre hier reinkommt, weil es gibt nämlich hier auf der rechten Seite, Moment mal, ich will mal gucken, ob das, verdammt. Da gab es nämlich jetzt rechts oben eine Röhre und ich frage mich, ob man da irgendwie reinkommt, aber egal. Wir nehmen jetzt den Panzer mit. So, der Rest des Levels ist lächerlich. Also ich kann ja hier einfach mal ein bisschen drücken. Und hey, guckt mal, da ist ein Hammerbruder. Den mache ich jetzt erstmal kurz tot. Und dann bin ich auch schon durch das Level. Im Grunde. Geschenke. Okay. So viel zum ersten Level, Knarli. Ist nicht sehr schwer. Dafür kommt jetzt ein umso schwierigeres Level, in dem ich mir schon auf die Zähne ausgebissen habe. So. Und dieses heißt Tubular. Ist egal, in diesem Level bringt mir eine Feder eigentlich so gut wie gar nichts. Jedenfalls nicht, wenn ich ohne Save States arbeite. Und das mache ich ja hier in dem Spiel. So. Wir müssen jetzt nämlich diesen Pi-Ballon holen. Und mit diesem Pi-Ballon müssen wir jetzt versuchen, hier lang zu kommen. So, und zwar brauchen wir jetzt weitere Pi-Ballons, um weiterzukommen. Und die sind an den unmöglichsten Stellen versteckt. Hier schon mal nicht. Aber dafür unter diesem Schack. Fuck! Und da hat mich dieser blöde. Wenn man getroffen wird, ist blöderweise der Pi-Ballon automatisch zu Ende und ja, wir fallen runter. Wer hätte es erwartet? Und genau deswegen mag ich dieses Level nicht. Man darf sich nicht treffen lassen. Und ich bin noch einer, der so
Also der so ein bisschen bequem spielen möchte. Also ich möchte mir nicht hier den Stress machen von wegen, ich will nicht getroffen werden, bla 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 blub. Ja. Deswegen mag ich es nicht, wenn ich dann noch unter so ein bisschen Stress stehe. Von wegen, trifft er dich, bist du so gut wie tot und nein, das ist scheiße und du kickst mal bitte deinen Football weg. So. Und es ist teilweise auch noch ein bisschen knapp, diese Teile einzusammeln. Ich muss jetzt, glaube ich, das nächste unter diesem Ding hier holen. Nee? Ach nee, es war's schon. Oh, ich vergesse immer, wie kurz das Level letztendlich ist. Gut. Das war's auch schon. Also, damit haben wir das geschafft. Gut. Zwei Versuche, das ist gar nicht so schlecht.